ich gerne ein Autogramm. Ah, der ist so toll. Ja. Danke. Ich finde den am besten von allen. Ja, ich auch. Der spielt so cool. Es gibt doch super Internet-Chats. Da kriegt ihr auch locker mit, wo es Autogramme vom Schweini gibt. Komm, wir gehen mal in den Chat. Ja, wie heißt du denn? Ich habe mich Ständchen 99 genannt. Cooler Name. Ja. All ein. Hallo, ich möchte gerne wissen, wo Bastian Schweinsteiger wohnt. Ja, er antwortet. Wow, cool. Ich heiße Clara und wer bist du? Ich bin die Paula und finde Schweini total cool. Wie alt bist du? Ich bin 12. Hast du ihn schon mal getroffen? Ja. Das war total super. Bist du sportlich, Fußball? Nein, wo hast du ihn denn getroffen? Oh, das ist eine lange Geschichte. Wo wohnst du denn? Vielleicht können wir uns ja mal treffen. Gib mal schnell deine Adresse ein. Super, da finden wir bestimmt noch mehr über. Auf jetzt, mach! Ich wohne in... Stopp! Macht sowas bloß nicht. Hi, ich bin Bastian Schweinsteiger. Ich weiß, beim Chatten geht's manchmal ganz schön krass zu. Begebt euch nicht in Gefahr, indem ihr Fremden alles über euch erzählt. Er kann natürlich ein freundlicher Typ sein. Aber würde er euch schreiben, dass ihr euch mit ihm treffen sollt? Schreiben kann man viel, aber ihr habt keine Ahnung, wer wirklich dahinter steckt. Deshalb habe ich hier einige Tipps, damit ihr euch richtig, sicher und mit Spaß im Internet bewegt. Chatte am Anfang nicht allein und such dir einen Chat, in dem jemand aufpasst. Geh nicht in Chats für Erwachsene, weil da oft unangenehme Sachen geschrieben werden. Und gib auf gar keinen Fall deinen Namen, deine Adresse und deine Telefonnummer raus. Ein Spitzname, der nichts über dich verrät, ist enorm wichtig. Das absolut Wichtigste ist aber, triff dich nicht mit den Leuten aus dem Chat und schick ihnen keine Bilder. Bleib auch immer misstrauisch. Am anderen Ende sitzt vielleicht eine Person, die dich aushorchen und belästigen will. Wenn dir etwas komisch vorkommt, brich den Chat sofort ab und sag deinen Eltern Bescheid. Oder einem anderen Erwachsenen. Und was machen wir jetzt? Autogramme!